Wir packen heute gemeinsam den Adventskalender von Yves Saint Laurent aus. Der kostet über 300 Euro, könnte ich meinen. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich werde auf jeden Fall den Preis hier irgendwo einblenden. Und ihr wisst ja, was ich so die letzten Jahre von den Adventskalendern von Yves Saint Laurent gehalten habe. Nämlich gar nichts, um ganz ehrlich zu sein. Weil die wirklich immer richtig teuer waren und sich nicht gelohnt haben. Ich muss echt sagen, die Verpackung ist wunderschön. Also da kann man ja wirklich nicht meckern. Der geht auch wirklich richtig schön auf. Und ich bin wirklich gespannt, ob der sich dieses Jahr lohnen wird. Ich verlose wie immer zwei Stück an euch. Einen hier auf YouTube. Da müsst ihr einfach nur hier unten kostenlos meinen Kanal abonnieren. Die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Dem Video einen Daumen nach oben geben und etwas in die Kommentare schreiben. Eine Kontaktmöglichkeit bitte nicht vergessen. Wie zum Beispiel den Instagram-Namen oder eben eine E-Mail-Adresse. Und auf Instagram habt ihr die doppelte Gewinnchance, denn da verlose ich ja den zweiten Adventskalender. Deswegen macht da unbedingt mit, folgt mir hier auf Instagram und macht in meiner Story mit. Am selben Tag, wo der Adventskalender online kommt, wird eine Story folgen und der wird dann innerhalb von 24 Stunden ausgelost. Wann dieser Adventskalender hier endet, beziehungsweise wann Teilnahmeschluss ist, werde ich euch auch in die Infobox schreiben, weil ich weiß es noch nicht so ganz genau, ob es wieder 7 Tage sein werden. Ja, bald ist ja schon der 1. Dezember und da fängt es ja an und ich möchte ja, dass ihr alle eure Adventskalender pünktlich bekommt. Genau, ich würde sagen, wir starten direkt mit Türchen 1. Ich zeige euch nur mal ganz schnell, wie das hier aussieht. Und wir schauen direkt mal, was in Türchen 1 drin ist. Aber das ist safe schon ein Lippenstift, das fühle ich einfach. Das ist hier so ein kleiner Lippenstift von Yves Saint Laurent, ist ja klar. Und das ist einfach ein roter. Ich glaube, den haben wir jedes Jahr drin. Das ist die Farbe 10 Rouge Pure Couture. Das ist ein wunderschönes Rot. Ja, startet schon mal ganz gut. Ich hoffe, es geht so weiter. Wir gucken aber mal. Ich bin gespannt. Das hier ist Türchen Nummer 2. Und hier haben wir irgendwas Stiftartiges drin. Und das ist einfach ein kleiner Eyeliner oder Kajal. Wir schauen mal. Waterproof Eye Pencil in der Farbe 1. Also ist es wahrscheinlich ein schwarzer. Das sind 0,8 Gramm. So sieht er hier aus. Türchen 3. Und hier haben wir einen Duft drin und zwar ist das, glaube ich, einer meiner liebsten Düfte und zwar Black Opium von Yves Saint Laurent. Das sind ganze 7,5 Milliliter und das ist ein Eau de Parfum. Ich liebe Black Opium. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das war früher eine Zeit lang mein Lieblingsduft. Weiter geht es mit Türchen 4. Und hier haben wir eine kleine Mascara drin und zwar ist das die Mascara Volume Effect Fossils oder so, keine Ahnung. 2 Milliliter sind das hier. So schaut die Mascara hier aus. Und ich zeige euch auch direkt mal das Bürstchen. Das sieht so aus. Auch sehr interessant, wie ich finde. Oh, die riecht auch richtig gut, die Mascara, fällt mir gerade auf. Dann geht es weiter mit Türchen 5. Das habe ich hier auch schon direkt gefunden. Und hier haben wir, oh mein Gott, was ist das? Rouge Pure Couture de Slim 1966 Leather Matte Lipstick. Das ist einfach ein Full-Size-Produkt, Leute. Also, das bin ich gar nicht gewohnt von Yves Saint Laurent. 1966 heißt die Farbe. So sieht der Lippenstift aus. Der ist voll hochwertig. Also das ist echt crazy. Und wir schauen uns das direkt mal an. Das ist wieder so ein Rotton. Oh mein Gott. Das ist wirklich eine krasse Farbe und auch ein krasser Lippenstift. Hätte ich nicht gedacht. Richtig, richtig schön. Wirklich. Ja, wenn in Türchen Nummer 5 sowas Gutes drin war, hoffen wir natürlich, dass in Türchen Nummer 6 noch was Krasseres drin ist. Und ja, hier haben wir was richtig Tolles drin und zwar The Slim Velvet Radical. Türchen 21 wollte ich sagen, Nummer 21, also ist es wahrscheinlich wieder so ein Lippenstift. Genau der gleiche, nur ein bisschen anders. Der ist nicht gold, sondern so schwarz. Und der Lippenstift ist aber wieder rot. Also ich finde, da hätten die sich doch eine andere Farbe einfallen lassen können, oder? Das eine war so ein Dunkelrot, das ist jetzt so ein etwas helleres Dunkelrot. Also ich hätte mir mal einen Nude-Ton gewünscht, um ehrlich zu sein. Aber für die 6 können wir uns definitiv nicht beschweren. Ist super. Dann geht es weiter mit Türchen Nummer 7. Die ist direkt hier oben drüber. Und hier haben wir schon wieder ein Full-Size-Produkt drin, oder was? Nee. Touche Eclat Blur Primer. Das sind 10 Milliliter. Wir schauen direkt mal rein, wie das Ganze aussieht. Aber das finde ich echt toll. Also da könnt ihr das definitiv ausprobieren. Ist einfach ein Primer. Ja, Blur Primer. Hört sich sehr gut an. Also ich glaube, der Kalender kann eventuell was, ne? Glaube ich. Ich weiß es aber nicht. So, dann geht's weiter mit Türchen 8. Und da haben wir wieder einen Lippenstift drin, könnte ich meinen. Und das ist die Farbe 21, Rouge Pure Couture. Das ist schon wieder ein Rot, Leute. Also, ne, so viele Rottöne braucht man jetzt meiner Meinung nach auch nicht. Also das hätte ein bisschen einfallsreicher sein können, wirklich. Weil das ist einfach zu viel Rot. Also ist ja fast alles identisch. So, hier die 9, da ist auch wieder, glaube ich, irgendwas für die Lippen drin oder eine Mascara. Könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja, es ist eine Mascara und zwar die Mascara Volume Effect for Sis Radical. Die ist wahrscheinlich dann nochmal ein bisschen anders. Das sind auch wieder 2 Milliliter. So schaut die aus und wir schauen uns das Bürstchen an. Genau, das Bürstchen ist dann etwas anders, glaube ich. Wir machen weiter mit Türchen 10. Und hier haben wir irgendwas Kleines drin. Was wird das bloß sein? Oh Gott. Expert Makeup Remover Gentle B-Phase. Das ist so ein 2-Phasen-Ding. Und das sind wie viele Milliliter? Vielleicht 5 oder so? Also schon echt lächerlich. 8 Milliliter sind das hier. Wie gesagt, das reicht für einmal und dann kannst du es auch wegmachen. Also das finde ich echt traurig. Aber mal gucken, wie es weitergeht. Türchen 11. Pure Shorts Night Rebot Serum. Das ist ein Serum, 7 Milliliter. Bestimmt richtig teuer, nehme ich mal an. Und so sieht das hier aus. Wenigstens meine Verpackung drum. Dann geht es weiter mit Türchen 12. Dann ist auch schon die Halbzeit erreicht. Und hier haben wir wieder einen Lippenstift, Leute. Und wenn der wieder rot ist, dann flippe ich aus. Nee, der ist nude. Oh, was ein Weltwunder. Das ist die Farbe 70, auch Rouge Pour Couture. Das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. So ein rosanes Nude, das ist wirklich wunderschön. Ich hoffe, es bleibt nicht nur bei dem einen Nude-Ton. Ich hoffe, ab der Halbzeit geht es mal weiter mit Nude. Ja, dann geht es weiter mit Türchen 13. Haben wir hier. Und hier haben wir wieder einen Duft drin, das merke ich schon. Und zwar ist das von Yves Saint Laurent. Wie heißt denn dieser Duft? Ich habe den Namen vergessen, weil hier steht gerade nichts drauf. Oder doch ganz klein. So klein, ey, das kann man kaum lesen. Ich glaube, Mon Paris. Das sind auch 7,5 Milliliter. Kenne ich auf jeden Fall auch den Duft. Der riecht echt gut. Hier haben wir Türchen 14 und das ist wieder ein Lippenstift, Leute. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin wirklich sehr gespannt. Das ist die Farbe 83 und das ist wieder ein Rotton. Einfach so ein dunkelrot, ja. Also, wie gesagt, das reicht jetzt auch mal bald mit Rottönen. Aber hier ist so ein bisschen Braun auch mit dabei. Aber trotzdem, mir reicht das nicht mit Rot. Also, das ist halt einfach nicht so einfallsreich. Wenn man hier schon so viele Lippenstifte reinmacht, dann wenigstens ein bisschen andere Farben und nicht nur festgefahren auf Rot, ne? Ein Nude-Ton war drin. Es hätte ein bisschen Abwechslung sein müssen. So, schauen wir mal, was in der 15 drin ist, weil das ist ja riesig. Was haben wir denn hier? Was soll das sein? Wir gucken mal. Oh, hier haben wir so einen Spiegel. Als Anhänger steht dann Yves Saint Laurent drauf. Ist eigentlich eine ganz süße Idee. Ja, ist okay. Ist jetzt nicht das geilste Produkt ever, aber es ist okay. Sieht auch ganz hochwertig aus. Dann geht es weiter mit Türchen 16. Hier haben wir Türchen 16. Und hier haben wir wieder so ein Serum drin. Und zwar Pure Shots Serum, Lines Away Serum. Also ist das ein Anti-Faltenserum mit Hyaluronsäure, glaube ich. Und Iris, keine Ahnung, was das sein soll. Schauen wir uns das Serum doch mal genauer an. Ist wieder so ein kleines Fläschchen. So sieht das aus, so lila. Hier haben wir Türchen 17. Und hier haben wir wieder ein Pure Shots Hydra Bounce Lotion Essence. Also so eine Gesichtslotion. Ey Leute, das ist echt super klein. 10 Milliliter nur. Naja. Weiter geht's mit Türchen 18. Habe ich auch schon hier direkt entdeckt. Und hier haben wir hoffentlich wieder ein Full-Size-Produkt. Und zwar Rouge Volupté Shine Oil and Stick. Oil and Stick. Farbe 86. Ich glaube, das sind diese richtig schönen Lippenstifte, die man auch früher als Ring benutzen konnte. Guck mal, das haben die Leute dann früher abgemacht und haben sich das dann als Ring drauf gemacht. Und das ist schon wieder so ein Rotton, aber geht eher ins Bräunliche, würde ich sagen. Also wie gesagt, ich hätte mich echt gefreut. Ja, also so ein rötliches Nude, ne? So ein braun-rot-Nude. Aber so ein dunkles Nude eher. Hätten die mal ein paar andere Farben hier reingewählt. Aber es ist nicht schlecht, es ist eine schöne Farbe. Und ich hoffe auf mehr von diesen Lippenstiften hier drin. Die sind echt schön. Die sind so schier auf den Lippen. Dann die 19. Ist direkt oben drüber gewesen. Und hier haben wir irgendwas Kleines. Wahrscheinlich irgendeine Augencreme oder so, nehme ich mal an. Pure Shots Perfect Plumper Cream. Nee, es ist eine Creme. 7 Milliliter auch nur, ganz mini klein, einfach zum paar Mal ausprobieren und dann ciao. Ich finde es echt zu klein einfach, das sind so Proben, kriegst du umsonst an der Kasse leider, ne? Türchen 20, aber vielleicht wird es ja noch gegen Ende besser. Tatouage Couture Velvet Cream, Velvet Matte Satin 216. Schauen wir mal, was das hier für ein Lippenstift sein soll. Ah, das ist gar kein Lippenstift, sondern so eine Lip Cream wahrscheinlich, 216. Auch hier ist das so ein rötliches Nude, ne? Also es ist nicht so komplett rot, aber es geht wieder in diese Farbe. Ach, schwierig, ne?
21, direkt unten drunter. Hier haben wir wieder eine Mascara, glaube ich. Es ist die Lash Clash Mascara von Yves Saint Laurent. 2 Milliliter, so eine matte Verpackung, sieht sehr edel aus. Und dann gucken wir mal, so sieht das Bürstchen aus. Ein sehr, sehr großes Bürstchen, aber kein Gummibürstchen. Türchen 22. Wo haben wir denn die 22? Hier. Wieder ein Lippenstift, Leute, wenn das wieder ein Rotton ist. Gucken wir mal. Farbe 1966. Rot. Es ist doch unglaublich, Leute. Und wir hatten doch schon mal 1966 hier drin, könnte ich meinen. Nur ein anderer Lippenstift. Naja. 23 und 24 noch. Vielleicht reißt es ja noch die 24 raus. Das ist, glaube ich, ein Duft. Oh, Yves Laurent Libre. Das ist ja toll. Das sind, wie viel Milliliter sind denn das? 7,5 auch wieder. Sehr schön. Das gefällt mir. Ich liebe diesen Duft. Ich glaube, jeder liebt diesen Duft. Das hat dir nur noch drin gefehlt. Und jetzt mal gucken, ob es die 24 rausreißt, Leute. Die ist nämlich nicht gerade groß. Oh mein Gott, ist das deren Ernst? Blues. Rosé Angelique. 7,5 Milliliter Eau de Parfum. Also für 24 hätte ich mir schon was Besseres auf. Vielleicht ist es aber nur der neue Duft von Yves Saint Laurent. Und deswegen haben sie es in die 24 gepackt. Vielleicht ist er noch gar nicht gelauncht. Ich weiß es nicht. Ich kenne diesen Duft nicht. Deswegen muss ich jetzt auch direkt mal hier dran riechen und gucken, wie der aufgeht. Rosig, elegant, schön, aber für 24 ein bisschen mickrig, finde ich, ne? Der riecht aber schon gut, ne? Aber für 24, sorry. Naja, ja Leute, ob sich dieser Adventskalender jetzt lohnt oder nicht, das werden wir jetzt sehen. Ich habe es ja leider noch nicht direkt gerechnet, aber ich befürchte, ich weiß nicht, was ich befürchte. Ich sage jetzt lieber nichts Falsches, aber ihr werdet sehen. Aber für umsonst ist es natürlich cool, deswegen macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel hier auf YouTube und auch auf Instagram mit. Wer mir da noch nicht folgt, kann das sehr gerne tun und dann sehen wir uns auch schon ganz bald wieder zum nächsten Adventskalender-Unboxing-Video. Und ich hoffe, ihr findet bis zum 1. Dezember euren richtigen Adventskalender. Also, bis dann. Ciao!